Stell dir vor, du bist in einem Horrorfilm. Wohin gehst du? In Das das ganz Dunkle oder da, wo es hell ist? Naja, wenn ich mich in den Lichtschein begebe, können mich auch andere Sachen sehen. Also würde es mehr Sinn machen, im Dunkeln zu sein. Ich habe ja mal ein Buch gelesen, das ist schon ein bisschen her. Wow, ein Buch? Ja, aber auch nur Wie viele eins. Seiten? Ja, mit Papier und so und Wow, Buchstaben. wie stolz bin ich. Das ist in Angesicht der Tatsache, dass ich nicht lesen kann und das momentan lernen möchte, ziemlich gut, muss ich Sehr sagen. gut, so gesehen hast du sehr viel Fortschritt gemacht. Ja. Ich bin stolz auf dich. Und da war unter anderem auch Psychologe, also da ging es um psychologische Meisen, ne, die auch selbst gesunde und hochintelligente Menschen aufweisen. Beispielsweise die Angewohnheit, dass Leute bei einer Fernbedienung, wo die Batterie schon nahezu alle ist, ne, Knopf ja, stärker drücken. den Knopf stärker drücken, so um versucht Das zumindest funktioniert ja auch. die letzte Kraft oder das letzte bisschen aus der Batterie rauszuholen. Ja. Das ist totaler Bullshit im Endeffekt. Aber es klappt. Ja, aber es tun halt einfach zu viel, als dass es. Ja, aber es klappt. Ja, es klappt halt echt. Das ist es ja. Ich muss das Ah. regelmäßig testen. Es klappt. Es ist berechtigt, das zu machen, aber naja, ne? So weiß ich schon, worauf es hinausläuft. Ja, natürlich, es ist an sich, macht es keinen Sinn, aber es scheint zu funktionieren. Boah, Alter, wie hier einfach so scheiß Hund kurz vorm Höllenportal steht. Das will Oder er hier eben. uns auch reinschieben. Nee, dazu steht er zu weit weg. Die andere Sache, so in Rennspielen oder halt generell in Autospielen in der Kurve mitleben. Ja, Ja, das ist aber normal. Bei GTA zum Beispiel, wenn ein Flugzeug fliegt. aber es bringt ja auch praktisch nichts, man macht es Nö. halt einfach. Ja. Mana, mana. Bi, 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 Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es geht mit dem weiter. Mehr nicht. Finde ich schön. Ja, Schule. Zu viel Schule. Hast du Was hat Schule oder Schule gesagt? Was ich. Nee. In beiden Nee. Fällen. Was hat das damit jetzt zu tun? Ja, dass wir dieses in der Schule hatten. Ah ja, stimmt. Das war ja irgend so ein Lied über Money, ne? Ja, Das, und das ein hatten Lied der wir. Keine Money. Ahnung, was der Kontext war. Als, Keine Ahnung. ja, das war im Englischunterricht müssen wir das irgendwie analysieren. Analysieren. Aber die Hose aufgerissen und dann von hinten. Was möchte der Richter? Der Richter, was möchte der Dichter damit sagen? Der Der Richter. Himmel ist blau! Und das war. Motherfucker. Nicht immer. Das möchte er mit Manchmal seiner ist. Gemütszufassung. Gemütszufassung. Ich glaube, das ist kein Wort, was er meint. Meinst du? Oh, nee, bin ich mir nicht sicher. Brauchst du Eier? Ich hab welche, danke. Ich hab Aus 16. meiner Eierfabrik, ne? Ja, deine Eierfabrik ist voll. Ich weiß, da passen keine Hühner mehr rein. Eigentlich wollte ich da noch zwei Etagen mehr machen. Das ist Fehlt keine mir. Eierfabrik, das ist eine Ja, also die ein Kiste deiner Eierfabrik Foltergefängnis. ist voll. Ja, da kannst du mal lernen, wenn du möchtest. Dann sind unsere Kisten ja voll. Dann lass es drin. Mach ich. Ja, was? Ist alles. Du kannst gar nicht spielen. Ja, du auch nicht. Alex konnte noch nie spielen, das ist also ein allgemeines Problem. Muss ich früher bei MW2 mal Tontauben schießen machen wollen. Stimmt, das war ja damals auch immer. Ja, ich mach mal Tontauben schießen. Okay, bist du. Alter. Ja, inzwischen habe ich mich verbessert, ich spiel's gar nicht mehr. Na, ja, besser ist das. Für dich. Oh! Nö, ist ja so. Ich weiß. Sonst hätte Das ich es ist nicht nicht gesagt. wahr. Es ist einfach so. Nee. Ja, doch schon. Kommt drauf an, welches Spiel man betrachtet. Ja, das ist richtig. Trotzdem nicht. Minecraft, du hast keine Kreativität, tut mir leid. Nee, dann bin ich ja dann auch ein Noob. Kreativität kannst du ja wegbleiben.
Alter, jetzt habe ich mich die ganze Zeit auf den Ellbogen abgestützt, auf den Nerv, jetzt ist meine Hand taub. Das ist jetzt nicht so... Schlagst du gegen die Wand oder so? Sinnvoll. Das bringt im Zweifelsfall nichts, aber es würde mich amüsieren. Nee. Schon eher nicht so. Ich schlag ganz andere Dinge. Bin ich eher pro und hauptsächlich kontra. Ja, nee, ich schlag ganz andere Dinge gegen andere Sachen. Okay. Deine Wurst aufs Brot? Mhm. Blitz kriegt mit der Fleischwurst ein bisschen Bratwurst und Sauerkraut, sag ich dann. Sag mir, was für ein Sauerkraut? Stehst du auf behaarte Menschen? Oh ja, total. Ist ja widerlich. Ich versuche gerade mir zu überlegen, wie der Rest des Lieds geht. Ich erinnere mich nicht mehr. Ja, hübsche da, hübsches Fräulein, noch nicht genug oder irgendwie so und dann... Ich kenne nur die englischen Zeilen gerade. Ja, die englischen Zeilen sind auch am einprägendsten, weil die am einfachsten sind. Das sowieso. Oh, hier ist ein Gast, ach deswegen brennt sie. Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr oder so. Ein Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr. Ne, doch, süßes Fräulein, willst du nicht noch mehr Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr, irgendwie so. You've got a pussy! I have a dick! Genau. So was für Farbe! That's so great! Wo er da vor dem Rednerpult steht und den Ausruf macht. Oh, you've got a pussy! I have a dick! So what's the problem? Ich gehe. Schon wieder. Ich glaube, er mag es nicht, wenn wir über Lieder reden. Das war beim letzten Mal. Ja, weil euer Musikgeschmack... Nein, darüber lässt sich ja immer streiten. Aber, weil ihr so hart auf solche Texte achtet, mir ist das immer scheißegal. Ja, ich höre Musik nur nach den Texten, der Beat ist mir scheißegal. Es muss beides stimmen, finde ich. Aber es ist umso schöner, wenn der Text eine gewisse Realität widerspiegelt, finde ich. Und sagte er, während er Rammstein Pussy zitierte. Nein, ist ja so, es geht um Sextourismus. Es sind ganz viele Leute, die irgendwie mal schnell so, ne? Irgendwo was flanken wollen, so nach dem Motto. Und das ist. Ja, natürlich, aber das ist. Doch, das ist komplett richtig. Und wenn das dann so ein bisschen sarkastisch aufgezogen ist. Piep, piep. Finde ich schon cool, wenn man sowas kann, sowas macht. Lässt direkt eine Bewertung auf dem Forum da. Ja. Das kannst du bei Vimeo gucken oder sonst wo. Also das ist eigentlich, findest du das überall, dieses Lied. Ich rede jetzt mehr vom Tourismus. Mhm. Ach so, ja. Mhm, nee. Du lässt halt eine Bewertung da über so, Gott, wie heißt so wie Airbnb, nur halt direkt mit Ficken. Ja. Gibt's im Zweifelsfall. Stimmt. Ja. Stimmt. So nur irgendwie einen Namen haben, der fast gleich klingt. Eher VNV oder so. Wiener und Würstchen. Geil. Oder irgendwie mit V. So. Fiener und Fürstchen. Fiener Fürstchen. Ah, ich hab vorhin übrigens... Sind halt Vagina Fürstchen. Vagina und Furze. Mit LV. Jetzt wird er obszön, jetzt wird er obszön. Alter, nee, Mann. Ich hab keinen Bock drauf. Kannst behalten, dann scheiß. Ach, du bist schwul. Nee, das kannst du auch behalten, Scheiß. Ich mach einfach gar nichts. Ich hab doch gesagt, ich bleib für den Rest meines Lebens alleine. Ach so. Du bist ein Schwamm, also. Ich kann den Schwamm tanzen, wenn du Bock drauf hast. Ja, tanzt Schwamm. Also den Schwamm zu tanzen wäre beeindruckender als ein Schwamm zu sein. Das muss ich auch sagen. So, what's the problem? Let's do it quick! Ach, Kinders. Du bist der Älteste von uns. Was denn? Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ach, ja, Kinders. Gut, sorry. Dumm oder so? Ich bin abgelenkt. Ich merke schon. Let's do it quick. Ich war etwas enttäuscht, muss ich sagen, als ich damals herausgefunden habe, dass das nur Doubles sind, die sie da bei dem Sextape, den sie da drin haben, nur benutzen. Echt? Ja, das sind die gar nicht selber. Fand ich etwas... Ich hätte es ihnen voll und ganz zugetraut, dass ja, das... Ja, hätte ich auch, deswegen. War ich etwas schockiert. Vielleicht haben sie... Obwohl, das ist...
Der eine hat in dem Video dann doch Brüste, das ist etwas komisch. Ja, das ist halt so Special Effect Scheiße. Ich meine, vielleicht wird auch regelmäßig auf den Konzerten effizient vergewaltigt. Du ja. Oder wer? Wer wird vergewaltigt? Flake. Der Keyboard-Mensch. Aha. Ja, das Schöne ist, Rammstein wird dafür angezeigt. Echt? Ja, naja, doch, die haben schon Anzeigen dafür bekommen und so ein ganzes Kram. Und Miley Cyrus macht das offiziell im öffentlichen Fernsehen, wo tausende Leute das gucken können im Endeffekt. Auch kleine Kinder und kriegt dafür gar nichts. Und bei Rammstein ist es so auf einem geschlossenen Konzert, wo nur Erwachsene sind. Ja, ihr werdet angezeigt wegen sexuellen Inhaltes oder so. Ich mir denke, nein. Stimmt, ich hatte ja Rammstein in Amerika geguckt. Da kam es, glaube ich, auch drin vor. Weil es kam mir gerade so bekannt vor, ich überlegte, wo ich es her habe, weil an sich gucke ich gar nicht so viel über Rammstein. Nee, ich habe eigentlich auch nicht so viel mit denen zu tun, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde, so grundsätzlich, man kann es mal hören, ne? Aber es ist halt ziemlich oft das Gleiche, ne? Sie ja, haben halt neue deutsche Härte. Ja, sie haben halt Lindemann, der ist halt voll das Testosteronmonster und ja, der hat halt so ein bisschen was von Operngesang und das war's. Opern oder Opa? Operngesang. Nicht Opern, sondern Opa. Okay. Was habe ich neulich Zungenbrecher? Gibst du Opium? Bringt Opium Opium? Bringt das Opium den Opium? Nee, bringt einfach Opium Opium, weil das bricht das, ne? Das bricht dann deine Zunge. Ja, das bricht dann noch schneller. Du machst Knack und das war's. Ja, du brichst ja auch deine Zunge. Nick, Knack und up with the party monster. Was? Du erbrichst auch deine Zunge. Ach so. Naja, nicht meine, aber halt so andere, die man zum Laufe der Zeit einfach mitbekommt. Was? Na, du gehst halt durch den Tag und auf einmal hast du eine fremde Zunge im Mund und dann schluckst du halt runter. Und irgendwann erbrichst du sie dann halt wieder und dann sind da ein paar. Das passiert halt. Ich muss den Wolf töten. Du musstest, oder? Ja, er war böse. Er hatte rote Augen. Dann wahrscheinlich, weil du ihn vorher angegriffen hast. Nee, er war nämlich schon vorher rot. Hast du ihn also hast du ihn in seiner Nähe gefurzt? Obwohl, das wäre mein Marsch. Ich bin ein Zombie, ich kann nicht furzen. Oh, da hast du Walking Dead nicht geguckt. Das ist richtig, ja. Doch, Zombies können furzen, glaub mir. Sicher? Mhm. Nein. Ich würde erwarten, dass sie einfach nur verwesen können. Ja, dann sind dann Faulgase, die dann halt raustreten, aber das ist ja bei Menschen fast nichts anderes. Ja, so gesehen. So gesehen hast du richtig. Hab ich richtig, ey. So, ich angel jetzt. Spannendste auf der Welt. Viel Spaß. Bitte. Du bist halt richtig in so einem Bett-Mode, ey. Ja? Du bist richtig scheiße drauf, das merke ich. Merke ich auch. Ey, ich hab Leder gekriegt. Du. Was? Weiß dich doch mal am Riemen, du. An welchem Riemen? Keine Ahnung. Du riemenloses Stück etwas. An dem von deinen Ledermontur, die du mal anziehst, wenn wir zusammen sind. Ich dachte, wir sind die ganze Zeit schon immer zusammen. Pascal, wir sind nicht zusammen. Also. Halt die Fresse. Wir sind zusammen. Streicheln ist in Ordnung, aber mehr läuft da nicht. Warum hat er beim Streicheln eine Ledermontur an? Wahrscheinlich mit Reißverschluss vor. Ja, weiß ich nicht. Wo streichelt ihr euch? Tja. Naja, wir haben zwei Hunde. Drei Hunde? Ey. Das macht die Frage, warum du eine Ledermontur mit Reißverschluss vor dem Mund anhast, wird dadurch nicht beantwortet. Aber du weißt, wo wir uns streicheln. Nein, du hast mir nur gesagt, dass du Hunde hast. Du hast mir keine Ortsangabe gegeben. Oh yeah. Okay, wir brauchen unbedingt ein richtiges Thema. Das könnte helfen. GG. Aber ich meinte nicht. Ich war kein GG, ich war BG. Ich kann den Akzent von Maxe nicht nachmachen, von Head of Blood. Mhm. Der hat so ein
Der hat so ein klanghaftes Lispeln, weißt du, was gar kein Lispeln ist. Wir sind am Limit. Weißt du, als ob er ganz viel Spucke im Mund hat und irgendwie mit geschlossenen Zähnen spricht. So klingt das immer so ein bisschen bei ihm. Aber ich mag ihn. Ist mir sehr sympathisch. Ja. Weil er auch so ein bisschen frech und ein bisschen? Ja, und diskriminierend ist. Doch, das mag ich sowas. Dass du Diskriminierung magst, das merkt man, ja. Ja, das sowieso. Aber das war das eine Video von ihm, was ich kenne, mit dem Konzert, das war mehr als nur ein bisschen. Das fand ich aber mega lustig, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist halt wie mit allen Sachen, die die deutsche YouTube-Szene betreffen, fehlt mir komplett der Kontext. Ja, weil du doof bist. Weil ihr alle langweilig seid. Dann meine ich das gesamte Scheißland. Das kann gut sein. Wie? Welches Land? Deutschland? Nein, Österreich. Verdammt nochmal. Pascal. Ja, was? Ich bin heute schon etwas müder als sonst. Müderere. Kaffee auf den Bauch oder so. Was? Kipp dir Kaffee auf den Bauch oder so. Du. Ja, Alex, wenn du nicht laut und deutlich sprichst, dann ich finde du mal auch schon ein bisschen verstehe älter. Verstehe ich dich nicht, du. Du Hurensohn. Du wirdes Stück Scheiße. So viel zur Diskriminierung. Ich meinte ja nur Alex mit tätowiertes Stück Scheiße. Ne? Ist ja ein äußeres Erscheinungsbild. Ja, genau. Mit Hut. Meine Fresse, wir sind so politisch nicht korrekt. Das ist doch. Ich weiß doch, nicht, politisch Leute, ist das korrekt. Die Leute, die über Tattoo frei nicht lachen können, die sind halt einfach nicht intelligent genug. Naja, das sind Tätowierte von uns. Das stimmt halt wirklich, genau so beantwortet er das. Ich weiß, wenn du das deswegen sage ich das ja jetzt so. Ja, wenn du das reinschreiben würdest, ja, die Leute, die über deine Seite nicht lachen können, das sind doch, die sind halt einfach nicht schlau genug. Ja, das sind jetzt. Das ist halt so mega witzig daran, weil er einfach diese Schiene durchzieht und das feiere ich so hart. Das finde ich halt witzig, weißt du? Das ist geil, Reine Haut Sache, haut nur mal rein. Ja, reine Haut haut nur mal rein, ist halt so. Die Sache ist eben, viel von unserem diskriminierenden Humor ist tatsächlich eine Referenz zu etwas anderem, was Sachen diskriminiert. Wenn man die Referenz allerdings nicht kennt, sehen wir nur aus wie Arschlöcher, die sich über andere herziehen. Also wenn du ganz am Anfang dieses, ja, du bist ein tätowierter Hurensohn so reinnehmen würdest, ne? Du würdest so viele Dislikes kriegen von Leuten, die wirklich tätowiert sind, weil die danach sofort abschalten. Ja, schon. Aber es ist witzig. Kann ich als Pre-Intro nehmen. Ich dachte, mein Nummernwitz kommt schon als Pre-Intro. Jetzt bin ich traurig. Alex, wir haben hier jetzt nicht nur eine Folge aufgenommen. Doch. Doch, ich finde, das ist wirklich so eine Mega-Folge. Finde ich nicht. Ja, dann bist du scheiße. Weil ich eine Mega-Folge am Stück rendern müsste. Und da bin ich nicht scheiße, sondern mein PC. Oh, dann lass das. Nein. Oh, ich glaube. Ja, das ist gut so. Oh. Besser ist das. Du mich auch. Ich weiß. Das ist nicht die richtige Antwort darauf. Aber nicht die falsche.